Hello, Mr. Cigar Man. Ich mach das kurz. Hello. So, jetzt haben wir es. So geil. Schönen guten Tag, willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ja, ich bin einmal getötet worden. Kannst du mal deine Statistik gucken? Aus Versehen habe ich, Wenn man jetzt mal sieht, Player Kills, Minias 1. Ach, da habe ich dich, aber Spielgeister 2, du führst. Boah, du hast 402 Zombie Kills. Yes. Krasser Scheiß. Wir haben uns aus Versehen gegenseitig weggeorgert. Ja, du mich fast ja. Und dann hast du mich mit dem Frame, als du die Frames oben entfernt hast. Die haben dann einen Frame-Drop gegeben. Da fehlt noch so ein Babam. Also dieser Applaus. Applaus-Einspieler. Es ist aber auch gut. Le Zonk. So, wir haben es geschafft. Wir haben uns außen rum gebuddelt und jetzt. Und jetzt ist Nacht und es ist wunderbar jetzt, um hier Krach zu machen. Und die Zombies auf den Deckel fallen. Ja, jetzt ziehen wir dem Ganzen das Fundament weg. Machen wir das am günstigsten. Nochmal rechts und dann links, ja? Erstmal eine Seite, wir haben ja den Gang hier unten. Wir können den Gang, die Wände vom Gang irgendwie so ein bisschen stehen lassen, dass wir uns von außen nach innen buddeln. Ich habe übrigens nicht mehr viel Sprit, ne? Ich auch ne, ja. 1100 noch. 1100, na gut, das hast du aber schnell verbraucht. Ja, wir hatten gut, ja. Welche Seite machen wir zuerst? Ist mir total Wumpe. Wie viel Repair gezahlt? Ich habe noch 4. Ich habe noch 6 oder so. Achso, Level übrigens, ne? Es hat ordentlich Level gegeben. Ja, 75 bin ich. Hey! Yay. 110. 110, wie krass. Oh, scheiße, ich wollte doch da stehen lassen. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Mit dem Level 200, 250. Hast du deinen Helm auf? Ja, aber es wird mir nicht schon wieder Level aber ab. Aber ich dürfte doch nicht erschlagen werden, 254 Skillpunkte zu vergeben. Was soll ich damit? Ja, ist krass. Das Leben im Überfluss. So, warte. Oh. Aber es ging noch schneller als erwartet, muss man sagen. Ja. Hui. So, ich nehme mal die Fackel weg. Achso. Jetzt ist der Stützpfeiler. Scheiße. Die zentrale Fackel. Die Fackel. Okay, wir kratzen es mal an, wa? Ja, aber erstmal außen. Stehen. Genau, Mitte lassen wir zuletzt. Und ich mache dann den Renner. Schon wieder nachladen hier. Gut, ich nehme jetzt mal innen weg, das müsste eigentlich gehen. Wenn nicht, sterbe ich halt. Ja, nicht, dass mein Rucksack dann begraben wird. Ach. Niemals. Egal. Bumm, tot. Schauen Sie jetzt bitte oben links in die Bildschirmecke. Interessant. Jetzt wird's echt interessant. Ja, wahrscheinlich haben wir gleich die Aschau. Wie sieht's aus? Ja, komm, ziehen wir durch. Ja, aber lieber von außen, also ich stelle mich jetzt nicht unter den Block. Okay, wir gucken mal, was wir von außen wegkriegen. Hoffentlich funktioniert das überhaupt noch. Ja, ich komme von hier gut dran, es fängt schon an. Ja? Der Verfall beginnt. Ready? Ja. Dann. Und tschüss. Jetzt. Oh, das wird jetzt sozusagen auf die Frames achten. 59, 60, nee, passiert nichts. Was ist jetzt los? Haben wir die Frames nicht alle weg? Wir haben eine schwebende Base geschaffen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Das kann nicht sein, dass es. Vielleicht rechnet er gerade noch. Warte mal, muss ich jetzt fallen lassen? Ich bohre mal ein bisschen weiter. Das kann nicht sein. Haben wir oben was vergessen? Nö. Ah, hier über mir. Da ist noch dicht. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Perspektive. Scheiße, das kann nicht sein, oder? Ja, warte mal. Wir nehmen unten noch mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht braucht das Spiel einfach gerade auch ein bisschen länger, um das Ganze zu berechnen. Oh, warte mal, 53? Nee, das ist nur das Spawn gewesen. Ansonsten war es das mit Projektgrube. Nein, das kann nicht sein. Ich habe keinen Bock, den Rest noch zu machen. Hört man, es bricht doch nichts zusammen, ne? Warum nicht? Lalalala. Jetzt ist gleich mein Sprit fertig. Und die Orga ist auch gleich wieder kaputt. Hier noch irgendwas? Nee. Aber da hängt auch nichts mehr. Also hier ist alles frei. Okay. Das kann doch nicht sein. Hat doch immer funktioniert. Warte mal, hier vielleicht? Fehlt noch was? Ja, da waren noch ein paar, aber... Ich überlege gerade, ob oben... Kann doch nicht sein, wieso geht das nicht?
Scheiße, es hat immer, aber wir haben nie bis zum Bedrock gebuddelt, ne? Doch, doch. Ich habe das ein paar Mal gemacht, das hat immer funktioniert. Sogar eine Alpha 16. Es war ein bisschen kleiner, ich glaube ein, zwei Blöcke kleiner, aber... geklappt. Hot auf Sprit, jetzt bin ich endlich fertig. Geklappt hatte das. Drin war auch keiner mehr, oder? Wir hatten, glaube ich, ich glaube nicht mehr, nee. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich schmeiße noch ein bisschen was hin. Naja, ich überlege gerade, ob wir eine Hälfte erstmal abtragen oder so, oder... weißt du? Vielleicht reicht's auch, wenn einer oben drauf geht und ein bisschen hüpft. Ich probier's mal. Boing, boing, boing. Alter, Kacke. Ich habe den Sprit nicht aufgenommen, also falls du mir gedroppt hast. Oh, okay. Den Gang haben wir auch noch nicht fertig. Oh, das ist ja echt grenzwertig gerade. Er ist echt doof. Warum? Scheiße. Die ganze Arbeit. Na, ansonsten machen wir das nachher manuell in der Pause. Ich hab mal draufgeschossen, aber das interessiert den Hügel nicht. Wahrscheinlich okay, sagt das Spiel, jetzt. Nö, das ist mir zu viel zu berechnen. Ja, genau, hüpfen wir drauf. Ich laufe drüber. Nö. Nö. Aber wir sind auch bis unten durch überall, oder? Wir sind komplett durch, ja. Scheiße, warum? Ich mach mal zwei Hochabtragungszeug hier, aber... ach, das ist echt kacke. Ich springe, ich springe. So. Hm. Das aber könnte auch interessant werden. Vielleicht könnte man mal... vielleicht bringt es ja was, wenn wir den Server mal starten. Nach dieser Folge. Also ich bohre es mal ein bisschen manuell hier. Vielleicht, ja. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht ist das einfach weg. Schade, Mann. Weißt du, da wo es nicht einstürzen soll, stürzt es ein. Mist. Und hier passiert nichts. Oh, die ganze Arbeit. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich mache unten nochmal den Rand. Ein weniger. Das ist schwierig jetzt. Ups. Ich brauche einen Ton immer noch, also das kann ich jetzt wieder lauter machen. So viel Organ. Och, komm. Break together, Baby. Was können wir denn noch machen? Wir könnten... TNT. TNT, aber das... das ist auch teuer. Das können wir lieber Munition stecken. Sprengkraft ist, genau, ich wollte gerade sagen. Also es ist ja jetzt echt hier, dass uns das Spiel da einen Strich durch die Rechnung macht. Ich schieß nochmal drauf. Stirb, Klotz! Genau. Der schwebende Klotz, also könnte es aber rein theoretisch auch möglich sein. Mhm. Warte mal, ich versuche mal was. Was hast du denn vor? Wir könnten ja sozusagen eine schwebende Basis machen. Gab's früher mal? Ich habe 162 Skillpunkte. Ich weiß auch nicht mehr, wohin damit. Okay, hier kann ich jetzt nichts setzen. Warum? Ich glaube, vielleicht ist auch der Server durcheinander. Wahrscheinlich, ja. Ah, jetzt, jetzt, jetzt! Was? Was? Ich hab's. Bricht's ein? Ja. Hier war noch irgendwie eine Ecke, da hat er sich verheddert gehabt. Ich sehe nichts. Okay, zumindest, ja, es fängt von unten nach oben an. Ich bin oben. Ja, also hier fängt es gerade an zusammenzubrechen. Ah, schön, endlich. Bauen wir mal einen Aussichtsturm. Genießen Sie. Die Show. Ja. Ja, langsam, aber es fällt. Yay. Supi. Echt, das fällt bei dir? Das fällt, ja. Ich sehe gar nichts, die FPS sind auch stabil. Die sind wirklich stabil, ja, aber es fällt. Definitiv. Braucht halt einen Moment, bis sich da hochgearbeitet hat, ne? Ja, ja, der ist, wow. Ah, ich sehe es da unten, ja. Du kannst ja hinten durchs Haus runterkommen. Stimmt, das mache ich jetzt auch. Okay, jetzt ist er gerade sehr langsam. Aber FPS habe ich genügend, also ich habe hier 60 FPS. Ja, ja. Vom Spiel her schon, aber...
Also der Server schafft es ohne Probleme. G-Portal, denn nur G-Portal. Ich glaube, dass der Server gerade ein bisschen... Ich weiß nicht, was passiert. Also es fällt aber sehr, sehr langsam. Soll ich den ganzen Schutt hier wegmachen? Der fragt sich ja gerade, wo soll ich jetzt rechnen, Leute? Ihr seid ja lustig. Ah ja, ich sehe es. Okay. 8 Milliarden Blöcke. Ja, jetzt geht's noch ein bisschen fixer. Ja, stimmt. Aber schon ein Klotz, ne? Jetzt müsste ich mal auf die Auslastung gucken. Es kann auch sein, dass er uns demnächst rauswirft. Hier hat er zum Beispiel wieder eine Stütze eingebaut. Was? Hier bei mir. Ja, wenn die Steine runterfallen, dann machen hier diesen komischen... Ah ja, da. Ich hab hier noch eine Pizza. Nö, weg. Okay. Das war seine Sicherheitsstütze so. Komm, wir helfen dem Server ein bisschen. Ja, ich hab nur... Ah, jetzt rieselt er. Monster Pit. Ah, jetzt. Oh, Hunger. Oh. Regenwurm. Ich habe noch Mais, glaube ich, einstecken. Ich esse Würmer. Willst du Mais hier? Den Blumen tun mir leid. Ich habe noch einen Chili, danke. Hier ist noch Mais. Lecker Mais. Ja. Oh, jetzt rieselt's aber. Yay. Können wir ein bisschen in Sicherheit, ne? Raw Iron. Das sieht auch interessant aus hier. Aber jetzt bricht's nicht mehr ein. Naja, kriegen wir hin. Müssen wir ein bisschen manuell nachhelfen hier. Hat sich denn der Gang vielleicht zuge... Ne, hat er nicht. Ja, doch hier. Warte mal, das könnte... Ne. Ich mache mal das, was unten drunter weg ist. Ja. Machen wir das mal im Schnellverfahren. Ja, du hast ja noch die Orga, stimmt. Die HD-Orga ist echt wesentlich besser. Ja. Der Kaiser hat ungefähr 3 reingemacht, wenn ich eine gemacht habe. Ich weiß gar nicht, was. Also ich habe einmal ausgeladen an Steinen, was an Steinen in der Base ist. Ich habe auch noch so ein paar tausend. Also da können wir eine Woche lang den Server laufen lassen zum Einschmelzen ungefähr. So. So, Server, komm, tu uns den Gefallen. Do it, baby, do it. One hangs. Es gibt ja diese halben Blöcke, wenn du einen Block nur beschädigst zum Beispiel. Dass er dann noch irgendwo hängt, das war gerade eben auch. Nimm erstmal den Brocken hier weg. Tada! Ah ja, okay, cool. Vielleicht müssen wir sich einmal hochframen. Genau, dass die Frames einmal die Oberfläche gerade ziehen. Also hier ist er gut durch und dann hängt er hier wieder irgendwo. Das hat ja gerade eben auch geklappt, ich mach das einfach mal. Müssen wir ein bisschen nachhelfen, ne? Wenn die Physik nicht so will. Aha. Ah, hier. Und? Das kann man jetzt hier wunderschön sehen. Was denn? Da ist jetzt ein... Da. Genau, Hochframe bringt's. Jetzt rieselt er wieder. Dann machst du nämlich die Blöcke irgendwie gerade und jetzt muss ich... Scheiße. Hilfe! Oh, heilig herauskommen. So. Oh, ist das ein Riesenloch. Sieht geil aus. So, und für die meisten Zombies müsste das jetzt schon reichen, wenn sie runterkommen. Das kann man im Screenshot gar nicht so festlegen. Nee, leider nicht. Leider das sieht nicht. Man leider nicht so. YouTube, ich bin für animierte Screenshots bitte. So eine Mini-Video-Vorschau. Wie es andere Portale auch schon lange machen. Ich hab die ganze Zeit Mute gedrückt, also was ich beim Kaiser jetzt abgehackt war. Achso. Ah, hat wieder aufgehört. Ja, ah, da kriegen wir. Jetzt weiß ich ja wie. Zwar irgendwo einfach hier hoch, bis man da so einen komischen Block sieht. Genau hier, zack. Aber dass dieser eine Block Krass. Das hält, das ist doch von der Physik. Nee, das ist, ich glaube, das hat nichts mit dem Block zu tun, der da ist. Das ist einfach nur, dass du dem so einen Anstupser gibst, weißt du? So einen Impuls irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich das genau erklären soll. Es funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser als selber wegorgern. Ja. Es gibt ja zur Not noch die Admin-Tools, mit denen könnte man das auch recht fix machen, aber ist immer noch
anstrengend. Was, es gibt ein Admin-Tool, wo ja. man da schneller orgern kann? Super Digger. Super Digger heißt das Ding. Ach, das ist ein Tool? Also das gibt es im Kreativmenü oder was? Yep. Muss aber in der XML erst freischalten. Achso. Da oben sind noch 3-4 Frames, sehe ich gerade. In der Ecke. Ja, diese nee, die habe ich gesetzt, um mir einen Ausschaupunkt zu machen. Sind die am Loch? Ja. Also halten die, sind die eine Verbindung? Nein, die sind nicht zum Mittelblock. Okay, gut. So, das war's wieder. Wo gehe ich jetzt mal hoch? Hier. Ganz schön lästig. Ja, aber besser als alles wegzubuddeln. Jo, mich muss man bessere Spitzhacke machen. Ja, du hast auch, hast du nicht die Tradesman Quest? Nee, ne? Nee, hab ich nicht. Ich war jetzt gerade bei dem Survivor. Zack, und weiter geht's. Ich bleib einfach mal hier stehen. Na komm. Ich sehe nicht. Nee. Ich kann doch den Frame nicht aufnehmen, jetzt geht's los. Ich sterb wahrscheinlich gleich. Oh Gott, mit den Steinen. Über! So geil, wie du da runterrieselst. Komm, jetzt der ganze Rest auf einmal. Bitte. Ja, jetzt kommt was aus der Mitte. Wie das aussieht. Wie so eine Sanduhr oder sowas, wie das da runterrieselt. Ja, richtig, genau, Sanduhr. Ich wusste nicht, an was es mich erinnert, aber... Ah ja, jetzt bricht es. Das ist eine Sanduhr. Ja, ja, jetzt kommt's. Je, oh, oh. Oh, jetzt geht's aber... Umso weniger davon da ist, umso schneller geht das. Umso schneller geht's, ja. Hängt ein so ein Zipfel. Ah, jetzt kommt der ganze Rest hier. Ja, der Zipfel, der fällt aber gleich. Da drüber hat sich's gerade gelöst. Aus dem Haus. Scheiße, okay, warte. Ja, das Ding. Machen wir nochmal. Und zwar genau hier. Und da ist irgendwo ein halber Block. Ah, jetzt hier, du kommst nicht weiter. Du kommst ein bisschen weit. Echt, ich komme nicht weiter. Also wenn ich jetzt hier hochhüpfe. Oh, jetzt. Jetzt hat er hier noch. Irgendwann komme ich halt nicht weiter. Das bin ich ja wahrscheinlich genau falsch. Jetzt. Ja, ich hau gerade manuell. Jetzt, jetzt. Okay. Oh mein Gott. Nee, das war's. Oh, verdammt. Das ja, sieht echt geil aus hier. Wir haben uns das auch besser vorgestellt. Wir waren schon voll aufgeregt, euch das dann zu zeigen, wenn das hier... Alles in einem richtig runterklatscht, aber... Ah, wir kriegen das hin, weil ich gehe hier nochmal hoch. Aber es ist auch gut für euch zu wissen, wenn ihr sowas bauen wollt und euch wundert, warum der ganze Block schwebt. Einfach mal irgendwo hochframe. Weil das Spiel cheatet. Echt. Jetzt, da ist er wieder. Weiter geht's. Oh. Kaiser sagt ab. Das Spiel kann meinen Tod nicht berechnen, Gott sei Dank. Hatte ich Zeit dafür. Und Ui. Das war's wieder. Ach, leck mich doch. Machen wir's mal hier. Reicht es nicht auch, wenn ich einfach von unten einen Frame noch hochsetze? Nee, komme ich noch nicht hin. Vielleicht sind es auch die Anzahl der Polygone, die rumliegen. Weißt du, dass er deswegen stoppt? Jetzt geht's weiter. Nee. Gleich, ja, doch nicht. Jetzt. Oh. Ich sterbe verwandt. So, ich hoffe, dass ich hier stehen bleiben kann. Was sieht das aus, ey? Oh. Ich mag hier schlagen. Das geht weiter. Ah, jetzt löst sich's auf. Überlange Rieselfolge. Ja, genau. Rieselfolge. Oh, oh. Na, jetzt hat er wieder aufgehört. Aber. Der alle Kacker. Ich gebe nie auf hier. Wir kriegen unser Loch. Willst du das in der Folge noch machen? Haben wir schon fast. Ach komm, ist gleich fertig hier. So. Das Gerümpel hier unten so noch aufräumen. Jetzt stockisch wieder. Ja, dann machen wir zwischen den Folgen gleich. Oder?
Jetzt. Das könnte interessant werden. Bombenwetter hier. Aber guck mal, jeder einzelne Block, das wäre jetzt immer, ich meine, die HD... Ui. Die HD-Orga kann schon einiges, aber... Ja. Ich glaube, das hätte noch ewig lang gedauert. Zumindest länger als diese Folge. Da alles manuell wegzumachen, puh. Ich würde sagen... Noch einen schönen Hashtag, Rieselliese. Hashtag, Hashtag Steinregen. Steinregen ist schön. Oh, jetzt kommt ja aber der ganze Rotz hier, guck mal. Jetzt scheint's. Oh, jetzt geht's aber, guck mal hier, ich Ui. Sag ja, umso weniger Klötze. Oh! Umso weniger Klötze da sind, umso schneller geht das auch. Ja. Gut, wir sehen uns morgen wieder, Hashtag Steinregen. Und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt. Ja, aber wir kommen schon zum Ziel. Ja, jetzt hat's schon wieder aufgehört. Naja, irgendwie. Dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.